Für die Fraktion Die Linke hat nun die Kollegin Leidig das Wort. Werte Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich fürchte, dieser Schlichterspruch ist ein Lehrstück der ganz besonderen Art. Die Bürgerinnen und Bürger haben nämlich gelernt, dass sie mitreden, mitdiskutieren können, aber dann, wenn es um Mitbestimmung, wenn es um Entscheidung geht, dann werden sie in die Zuschauerrolle verbannt, der Souverän also doch kein Citoyen, sondern ein TV-Konsument. Ich finde es ziemlich bedrückend, das Ergebnis, das aus diesem Schlichtungsprozess herausgekommen ist. Und ich versichere Ihnen, die Leute, die in Stuttgart auf die Straße gegangen sind, monatelang, fühlen sich beschissen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten über Monate auf der Straße gestanden. Sie hätten mit aller Kraft der Argumente, mit aller Kraft Ihrer Überzeugung durchgesetzt, dass endlich nach Jahren ein Prozess der Transparenz angestoßen wird, dass endlich die Fakten auf den Tisch kommen. Das war mühsam. Die Leute haben wirklich Monate über Monate mit Zehntausenden diesen Schritt durchgesetzt, durchgezwungen. Das war ja nichts, was Sie sozusagen angeboten haben, über das Projekt zu diskutieren, sondern es war durchgesetzt durch die Demonstrationen, durch das bürgerschaftliche Engagement, das die Leute auf der Straße zustande gebracht haben. Und was wir in dieser Schlichtungsverhandlung, die sich über viele Runden hingestreckt hat, zur Kenntnis genommen haben, waren unheimlich viele neue Tatsachen, die auch dem Parlament bis dahin unbekannt waren. Und ich will Ihnen was sagen. Was im Kern dieser Schlichterspruch auch sagt, ist, dass Stuttgart 21 ein schlechtes, ein unnützes, ein viel zu teures Projekt ist und dass das Alternativmodell viel, viel sinnvoller wäre. Und Herr Geißler sagt in seinem Schlichterspruch, dass er trotzdem dafür ist, dass das schlechte, unsinnige und milliardenteure Projekt umgesetzt wird, weil die Bahn es erzwingt, weil die Bahn damit droht zu klagen, weil die Herrschenden nicht bereit sind, den besseren Argumenten den Vortritt zu geben. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein demokratischer Skandal. Wenn die Macht immer am längeren Hebel sitzt, dann ist die Demokratie verloren. Und ich sage Ihnen, wir werden das nicht zulassen und die Leute werden es sich auch nicht gefallen lassen. Wir werden weiter auf die Straße gehen und mit allen friedlichen Mitteln für volkswirtschaftliche Vernunft eintreten und dafür, dass der Souverän das Volk ist und auch nicht Herr Geißler und schon gar nicht die Bahn.